Heute Türchen Nummer 8. Ah, hier, oh, ich kann nicht. 8. Ah, tata. Wir schaffen heute Abhilfe gegen kalte Hände. Ganz einfach, ganz schnell und wie das geht, zeige ich euch. Habt ihr auch immer kalte Finger? Ich brauche ja immer Handschuhe nicht. Egal, ob ich laufe oder mit Fahrrad. Aber bei den Temperaturen, wenn das so kalt ist, brauche ich Handschuhe. Ich zeige euch mal. Ganz einfach, wie ihr so ein paar Fäustlinge machen könnt. Mal so ein Oval. So ein Oval. Dann kommen wir hier so einen Daumen ran. Das Ganze hier unten ein bisschen eckiger. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, machen wir da jetzt mal so eine Schlaufe ran. Und hier oben, ich mache mal den Anhänger ran. Und zwar ein bisschen Wasser machen hier. Ich möchte gerne rote Handschuhe haben. So richtig schöne, knallig rote Handschuhe. Und dann nehme ich echt rot. Und dann habe ich hier noch Krabblack hell. Das muss jetzt ordentlich trocknen. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Weiß, um die einfach nur noch ein bisschen aufzuhübschen. Na, das sind doch ein paar hübsche Handschuhe. Wo kriege ich die jetzt zu kaufen? Der strickt mir die. Ach, schön. Ich bin gespannt, welche Farben ihr auswählt, denn die müssen ja nicht rot sein. Rot-Weiß ist halt nur einfach so eine schöne weihnachtliche Kombi, wenn das getrocknet ist. Beziehungsweise, wenn ihr auch vorsichtig seid, könnt ihr das schon ausschneiden. Ich muss ehrlich zugeben, das ist mir mit meiner Schere jetzt hier ein bisschen zu eng. Aber ihr könnt es gerne detaillierter ausschneiden. Vielleicht gehe ich da nachher einfach nochmal mit meinem Skalpell ran. Dann machen wir da oben noch das Löchlein rein. So, jetzt kriegen wir keine kalten Finger mehr, weil wir einfach jetzt wunderschöne Handschuhe haben. Und mich hatte letztens erst jemand gefragt, ob es denn da nicht noch irgendwo welche zu kaufen gibt, selbst als erwachsene Person, irgendwie noch dieses Schnürchen durch die Jacke zu ziehen, wie man das ja eigentlich bei Kleinkindern kennt, damit ihre Handschuhe nicht verlieren, ne? Vielleicht weiß ja jemand, wo es welche gibt. Und ja,
Teilt eure Handschuhe gerne mit dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Heute mit Türchen 8. Und ja, viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, bis morgen.